Zukunft der landwirtschaftlichen Biogasproduktion wird kontrovers diskutiert. In dieser neuen Kurzfilmfolge über Ruhr Agrar haben wir uns auch deren neue Bio-LNG-Anlage angesehen. Übrigens die erste Kompaktanlage in Deutschland. Was es damit auf sich hat und wie die GPS-Ernte abläuft, das zeigen wir euch in diesem Video. Ruhr Agrar ist ein inhabergeführtes Landwirtschaftsunternehmen, das mehrere Betriebsstandorte in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg betreibt. Den Standort in Darchau, östlich der Elbe, haben wir euch bereits im ersten und dritten Teil dieser Kurzfilmreihe vorgestellt. Mit der Inbetriebnahme einer Bio-LNG-Anlage hat die Ruhr-Unternehmensgruppe im Sommer 2022 ein neues Kapitel in der landwirtschaftlichen Energieproduktion aufgeschlagen. Zunächst schauen wir aber aufs Feld, wo Mitte Juni die Ernte der Ganzpflanzensilage auf vollen Touren läuft. Um die konventionelle Biogasanlage am Standort Darchau zu betreiben, werden pro Jahr rund 75.000 Tonnen Substrat benötigt. Die GPS genauso wie die Mais-Silage stellen je in etwa 25% des Inputs. Die andere Hälfte liefern Grassilage sowie Gülle und Mist. Bei der Ernte von Ganzpflanzensilage geht es um die Kulturen Roggen, Gerste und Tritikale, die bei einem Trockensubstanzgehalt von 35-37% im Pflanzenstadium der Milchreife gemäht und dann siliert werden. Auf den Fahrwegen des Standorts und auf der Silomiete geht es ganz schön zur Sache. Wenn beide Häckselketten liefern, werden drei Traktoren auf dem Silo benötigt. Die beiden 517 PS starken Fendt 1050 Vario stammen von den Standorten Darchau und Picher. Zur Saison 2024 wurde der Traktor aus Darchau übrigens gegen einen 1167 Vario MT Raupenschlepper ersetzt. In der Erntelogistik unterstützen auch umliegende Landwirte und Lohnunternehmer. Die 36er Messertrommeln in den Feldhäckslern zerkleinern das Erntegut auf eine theoretische Häcksellänge von 10 mm. Vergleichsweise lang für den Verwendungszweck, jedoch sind vor dem Eintrag in die Biogasanlage Aufbereiter zwischengeschaltet. Kommen wir zum angekündigten Neubau auf dem Betriebsgelände. Wichtig zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass diese Anlage in einer Kreislaufwirtschaft nur mit landwirtschaftlichen Abfallstoffen wie Mist und Gülle betrieben wird. Das heißt, hier kommt keine Silage aus Futterpflanzen zur Verwendung. Im Kern geht es darum, nachhaltig alternative Kraftstoffe zu produzieren. LNG, das steht für Liquefied Natural Gas oder auch besser bekannt als Erdgas. Ein Gemisch, das überwiegend aus Methan besteht. Zwar ist flüssiges Erdgas klimafreundlicher als andere traditionelle Energiequellen, ist aber genauso von fossilem Ursprung. Der Treibhausgasausstoß sinkt erst dann drastisch, wenn man Biomethan aus der Vergärung von Biomasse gewinnt. Genau das passiert in der Bio-LNG-Anlage in Darchau. Stark vereinfacht ausgedrückt startet der Prozess mit der Vorbehandlung und Reinigung des Biogases. Daraufhin werden Methan und CO2 getrennt. Es schließen sich die Verflüssigung und die Lagerung an. Das CO2 wird zudem zu Trockeneis pelletiert, das zu Kühlzwecken vermarktet wird. Der Biokraftstoff selbst wird bereits in der eigenen Flotte eingesetzt. Das Tankkonzept befindet sich dabei noch in der Erprobung. Aktuell führt der Traktor ca. 260 Liter Bio-LNG in einem Fronttank mit, das aktuell noch 50-50 mit gewöhnlichem Diesel den Motor antreibt. Besonders attraktiv ist der nachhaltige Kraftstoff,
da er sofort verfügbar und an zahlreichen LNG-Tankstellen schon jetzt einsatzbereit ist. Auch für die Schifffahrt besteht laut Betreiber, der Ruhr Biogas Service GmbH, großes Potenzial. Neben dem Anlagenbau kümmert sich die RBS um die Vermarktung und Nachhaltigkeitskonzepte sowie den technischen Service der Technologie. Zurück aufs Feld. Die Abreife der Kulturen schreitet schnell voran, weswegen man dank der zwei Häckselkolonnen deutlich schlagkräftiger agieren kann. Circa 600 Hektar Ganzpflanzensilage gilt es hier in Dachau zu häckseln. Was die Landmaschinen und teilweise auch die Mitarbeiter angeht, so arbeitet man mittlerweile sehr eng mit dem 40 Kilometer entfernten Betriebsstandort in Picha zusammen. So ist die Kolonne rund um Häckslerfahrer Tommy in Picha stationiert. In Picha hat sich seit der Übernahme des Standorts im Jahr 2020 viel getan. In dieser Videoreihe haben wir die Entwicklung des Standorts bereits mit zwei Kurzfilmen vorgestellt. Im Jahr 2023 wurden auch hier die Vorbereitungen für den Bau einer Bio-LNG-Anlage nach dem Vorbild Dachaus vorangetrieben. Schon im April 2024 sollen auch hier täglich 2,5 Tonnen Bio-LNG hergestellt werden. Auch hier kommen zur Erzeugung des Biomethans nur landwirtschaftliche Reststoffe zur Verwendung, sprich Gülle und Mist aus der eigenen Bullenmast sowie von umliegenden Lieferanten. Am Standort ist bereits ein LKW von Volvo eingesetzt, der ab Werk mit einem Gasantrieb ausgestattet ist und in Zukunft nur noch am Hof tanken soll. Der Strom für den Betrieb der Bio-LNG-Anlage und des Standorts allgemein stammt übrigens zum Teil von einer der PV-Anlagen auf den Stalldächern. Auf halber Wegstrecke zwischen Picha und Dachau liegt die Ortschaft Neujabel. Ruhr Agrar konnte hier 2021 einen landwirtschaftlichen Betrieb übernehmen und treibt auch hier die Modernisierung voran. Die 5 bestehenden Stallgebäude werden genau wie auf allen Tierhaltungsstandorten der Ruhr Agrar nach den hohen Standards der Tierhaltungsform 3 umgebaut. Genau wie in Dachau wird auch in Neujabel eine automatisierte Roboterfütterung von Wasserbauer installiert. Für die umfassenden Umbauarbeiten wurde ein eigener 20-Tonnen-Bagger in Dienst gestellt. Auf der Baustelle treffen wir auf Malte und Niklas. Malte, der seine landwirtschaftliche Ausbildung samt Meistertitel bei Ruhr Agrar durchlaufen hat, ist Standortleiter in Picha und Niklas, der Agrarwirtschaft studiert hat, für den Betrieb in Dachau verantwortlich. Der Hof in Neujabel wird über keine eigene Landtechnik verfügen, sondern die gesamte Feldarbeit auf rund 600 Hektar mit dem Fuhrpark aus Picha und Dachau durchgeführt. Dazu gehört auch die Gülle- bzw. Gärrestausbringung. Der Vredo-Selbstfahrer ist mit einer jährlichen Ausbringmenge von 130.000 bis 140.000 Kubikmetern gut ausgelastet. Solange es die Witterung und die gesetzlichen Bestimmungen erlauben, ist das Team rund um Mitarbeiter Nils unterwegs, um den Wirtschaftsdünger zielgenau einzusetzen. Nils hat bei Ruhr Agrar seine Ausbildung zum Landwirt absolviert und ist schon mehrere Jahre im Team. Die Mannschaft bzw. der Fuhrpark sind so kalkuliert, dass auch während der laufenden Erntearbeiten genügend Kapazität für die parallele Gärrestausbringung zur Verfügung steht. Die LKW-Zugmaschinen von MAN haben sich für die Agrartransporte bewährt. Eine der Zugmaschinen ist bereits für die Betankung mit Bio-LNG umgerüstet worden. Der Tank befindet sich hinter dem Fahrerhaus.
Zunächst noch im Mischbetrieb mit Diesel, soll der Antrieb in Zukunft auch hier ausschließlich mit Bio-LNG erfolgen. Gut, schnelle Runde. Wenn ihr mehr über die Ruhr-Unternehmensgruppe oder das Thema Bio-LNG erfahren möchtet, dann besucht die Website des Unternehmens. Wir haben darüber hinaus schon bald ein neues Video-Update für euch, denn auch rund um den Standort Parmen in Brandenburg ist viel passiert. Abonniert unseren Kanal, um dieses und viele weitere Themen nicht zu verpassen.